Der Krieg steht nun vor den Toren von Hillis. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Hillianer, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Damit können wir die Reparatur des Hovercrafts bezahlen. Hey, Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Jade.
Alpha-Abteilung, Patrouille 21. Alles klar. Sie können gefahrlos nach oben. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hillianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ja. Ihr Jungs seid nicht unbedingt die Allerschnellsten. Macht weiter so und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrennt ihr bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Jade! Großer Gott, stell das hier um! Jade! Paige! Sie ist okay, sie wacht auf! Oh, Jade, wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Voraks in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Secundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Secundo, wir sitzen hier fest, ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Secundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wie gibt ihr mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel, mach ein Foto davon und tata, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Secundo? Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg! Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Secundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Stromzufuhr wiederhergestellt. Danke, dass Sie sich für optimal entschieden haben. Schild aktiviert. Gute Arbeit, Jade. Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert. Komm mal hier runter. Hier ist eine Mission für dich. Loyale Bürger erinnern und uns einladen möchte, unserer Heimat zu dienen, indem wir... Bist du's, Jade? Wir haben gerade eine M-Disk bekommen. Vielleicht noch einen Job für Jade Reporting und Company. Wenn du sie direkt einlegst, könnte ich versuchen, diesen... Decoder einzustellen, dass eine Meister nicht gehorchen will. Hallo, Miss Jade. Ich bin im Auftrag von Mr. de Castellac hier. Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle. Mr. de Castellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen. Sollten Sie annehmen, machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der Schwarzen Insel auf der anderen Seite der Stadt. Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist, wird Mr. de Castellac Sie großzügig belohnen. Bis bald. Kennst du diesen de Castellac-Typen? Geh nicht dorthin, Jade. Es riecht nach einer Falle. Bist du loco? Wir brauchen Dineros, um uns vor diesen stinkigen Doms zu schützen. Keine Sorge, Paige. Wenn du nicht willst, gehe ich allein. Nein, es ist... Okay, wir gehen zusammen. Aber ich bleibe in deiner Nähe, ob es dir passt oder nicht. Secundo, check den Computer und zieh die Informationen runter. Dann kannst du dir es ansehen, Jade. Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen. Wenn ihr mich nicht hättet, würde hier alles auseinanderfallen. Da
Das nützt jetzt auch nichts mehr. Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem Paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht Ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Sieh mal, die beiden Kreaturen da hinten. Dann bann ihre Visagen auf Fotopapier und auf zur nächsten Bank. Schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schild. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Herrn de Cadillac. Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Steigen Sie ein. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das IRIS-Netzwerk. IRIS? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen.
Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akudabar. Fragen Sie nach Peepers. Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akudabar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihn gehen. Komm her, kleine Lady. Versuch dein Glück bei Peepers. Du kannst Zimmer Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung, Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey! Auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Donts ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin Sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutripillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutripillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Donts bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens, gehen Sie in die Nutripillenfabrik. Zweitens, machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken Ihnen der Gouverneurin. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Okay, wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade.
Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Ich werde zum Affenonkel. Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch, alter Junge. Onkel Page wird's richten. Ja. Kannst du ihn reparieren? Ich probier's. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich mir das Kabel ansehe, hat er einen Schlag gegeben. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine. Er ist in sehr schlechtem Zustand. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki. Ich sitz wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Bist du okay? Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Cyrus. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Cyrus. Carlson und Peter. Miss Harris, keine Angst. Alles in Ordnung. Ich finde einen Weg hier raus. Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Sei ruhig.
Du machst mir Hunger. Hey, Jade! Sicherungen! Genau das, was wir für den Aufzug brauchen. Er scheint's wieder zu tun, Jade. Aber ganz schönes Flickwerk. Lange wird das nicht halten. Das haben wir ja prima hingekriegt, Partner. Freu dich nicht so früh, Jade. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Bleib da stehen, kleines Fräulein. Wir bleiben zusammen. Das sieht nicht sehr gut aus. Übrigens, Jade, hier, sie ist letztens für dich gekommen. Du schaust dir besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag. Ja, möglich. Entschuldigung. Jade, es sind die Doms-Monster. Genau wie der am Leuchtturm. Aha, nicht schlecht, Süße. Ohne dich wäre ich jetzt Räucherspeck. Bleib versteckt, Jade. Wir müssen erst rausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Okay, bin gleich zurück. Paige? Paige! Ich komme! Hau ab, du elender Fraggle! Sie tun, lassen Sie sich nicht erwischen. Wir treffen uns später wieder. An alle Wachen, Suche nach dem zweiten Eindringling fortsetzen. Das Schwein wurde gefangen. Sie bringen ihn jetzt rein. Eure Exzellenz. Das Problem wurde aus der Welt geschafft, Eure Exzellenz. Meine besten Männer haben alle Eindringlinge neutralisiert. Alles unter Kontrolle, Eure Exzellenz. Diese Kleinigkeit kümmere ich mich selbst.
Verdammt, was ist das? Check! Sie haben Paige! Ohne sie wäre ich es gewesen, der eine Freifahrt in einem ihrer Luxussärge gewonnen hätte. Und zwar ohne Rückfahrkarte. Ich finde dich, Paige, egal wie. Halte durch. Ist Paige ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? So langsam. Aber mein Schädel bringt mich um. Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt. Es funktioniert. Double H! Miss Jade, dieses Ding frisst mich von innen auf. Ich halte es nicht länger aus. Die Jungs von Iris, vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen. Meine einzige Hoffnung, bringen sie mich zurück zu Iris. Ich bitte sie. Nino! May! Schnell! Double H ist bei mir! Er braucht Hilfe! Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den... Die Schuhe, die... Zu Diensten! May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis Gegenstück geben. Hop, kannst du mich hören? Sag etwas! Sein Puls wird schwächer. Bereite Sprich die Injektion mit mir. Vor. Ich bin's, May. May, schnell! Wir verlieren ihn! Ich bin hier, Hub. Alles wird gut. Halt durch. Es ist fast vorbei. Hub ist gerettet. Dank dir, Jade. Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer. Er kommt durch. In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen. Freunde... Ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt. Gute Arbeit, Kind. Gut, nun sehen Sie mal hier. Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht, dort befindet sich auch Ihr Onkel Jade. Die alten Schlachthäuser. Ihr nächster Bericht. Jade, dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt. EFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. Thank you.
Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Hier komme ich nicht durch. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Okay. Okay. Seltsam. Ich gehe. Falscher Alarm! Spiel, das war doch gar nichts. In der Offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten Jahr. Falls es hilft, mein Panzer ist gegen Ihre Laser resistent. Ha!
Okay. Check. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Los, machen Sie ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier, schmiere. Ah, J, Double H, perfektes Timing. Wir haben euch erwartet. Hier ist jemand, der euch gern kennenlernen möchte. Frau Gouverneurin, darf ich Ihnen unsere... Ja, wir kennen uns bereits. Aus unseren E-Mails. Ihre Hilfe war sehr wertvoll für uns, Frau Gouverneurin. Ohne die Codes hätten wir überhaupt nichts tun können. Ich bin überglücklich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können, Jade. Ihre Berichte hatten eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Nicht mehr lange, und ich bin sicher, dass wir auf die Unterstützung aller Hylianer zählen können, um die Doms und die Alpha-Abteilung loszuwerden. Hier, das wird Ihnen bei Ihrem Kampf helfen. Danke. Er wird uns helfen, die Entführten wiederzufinden, wenn es nicht schon zu spät ist. Wildschwein! Der Chef, er lebt! Unglaublich! Euer Chef? War er verschwunden? Gefangen von der Alpha-Abteilung. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Wildschwein an Iris! Wildschwein an Iris! Hey, das ist mein Onkel, Paige! Ihr Onkel? Unser Chef? Er meldet sich nur über Funk? Zur Sicherheit. Bis heute kannte niemand seine wahre Identität. Paige, bist du das? Er hört dich nicht, Jade. Ruhig, er wird's nochmal probieren. Seid ganz leise. Wildschwein an Iris! Ich hab nicht viel Zeit. Sie sind überall. Sie haben mich zum Mond gebracht. Hier sind meine Anweisungen. Leitet das an Jade weiter, eure neue Reporterin. Lies die M-Disk, die ich dir gab, und finde das Schiff. Lies die M-Disk und finde das... Sie kommen, ich... Er gab dir eine M-Disk? Bevor sie ihn geschnappt haben. Hören Sie, Jade, dieses Schiff ist wichtig. Das fehlende Element in unserem Plan. Wenn Sie es finden, haben wir eine Chance. Paige wird auf dem Mond gefangen gehalten, vermutlich mit den anderen Opfern. Sie müssen dorthin. Nino hat einen Plan. Bitte, Nino. Sie benutzen einen Langstreckensender, um Ihre Propaganda vom Mond aus zu verbreiten. Wir treffen Sie da, wo es wehtut, indem wir deine Berichte über Ihren eigenen Langstreckensender veröffentlichen. Das ist ein guter Plan. Sie finden das Schiff von Paige. Sie fliegen zum Mond. Sie bereiten den Bericht vor. Sie übernehmen den Sender. Sie verbreiten den Bericht. Und die Bevölkerung rebelliert. Das wäre das Ende der Alpha-Abteilung. Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen.
Egal was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Die kennen keine Gnade. Ich werde einen Weg zu Ihnen finden. Verlaufen, Schätzchen! Team nicht auflösen. Carson und Peter, Seite 823.
Lass sie gehen! Sie führen uns zu einer noch größeren Beute! Double H, der Leuchtturm! Sie haben ihn zerstört! Die Kinder! Schnell, Miss Jade! Vielleicht haben wir noch Zeit! Schneller, Miss Jade! Die Tür ist zu. Was geht hier vor? Nein, 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 nein! Pablo? Finn? Joa? Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Double H, sie haben die Kinder. Ist hier jemand? Umi? Sasa? Armer Wurf. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du wolltest ihnen helfen. Du hast dir geschworen, auf sie aufzupassen, immer da zu sein, um sie zu beschützen. Ich weiß, Junge. Aber es ist alles anders gekommen. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Du bist hier. Gesund und am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Wuff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Niemand kann etwas tun. Wir müssen jetzt gehen, Miss Jade. Es ist vorbei, Double H. Vorbei. Sie sind noch am Leben, Miss Jade. Paige, die Kinder, sie leben alle noch.
Mondbasis voraus, Miss Jade. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Von außen hat man eine gute Sicht auf den Sender. Ja, sobald wir den Bericht fertiggestellt haben, müssen wir hierher zurück, um ihn zu verbreiten. Doms Architektur. Wir sind jetzt im Herzen ihrer Basis, Miss Jade. Sie brauchen mich genauso sehr, wie ich Sie brauche, Eure Exzellenz. Okay. Ich werde dich holen. Ich bring dich nach Hause. Clever, diese Code-unter-den-Schuhen-Geschichte. Du hast sie gefunden? Hoffentlich hast du meine Einstellungen nicht verändert. Sie sind genau, wie ich sie gefunden habe. Mit Gestank und allem.
Paige, ich... Du warst... tot, ich weiß. Aber du hast mich gerettet. Du hast mich wieder zum Leben erweckt. Du bist nicht die, für die du dich hältst, Jade. Tief in dir war immer eine unglaubliche Energie verborgen. Jetzt endlich bricht sie durch. Und du beginnst es zu verstehen. Paige, die Kinder, sie... Ja, ich weiß. Auch entführt. Sie haben sie in das große Gewölbe gebracht. Der Landestreifen ist der einzige Weg hinein. Wir müssen mit dem Schiff zurückkommen. Aber im Moment können wir nichts für sie tun. Wir sind viel zu wenige. Wir brauchen Hilfe, um die Mondbasis mit voller Stärke anzugreifen. Der einzige Weg, uns die Hilfe der Hylianer zu sichern, ist, Ninos Plan zu befolgen. Wir stellen den Bericht fertig und verbreiten ihn mit dem Langstreckensender. Okay, los geht's. Hey, Moment mal. Das ist der Beluga. Du hast die olle Kiste ans Laufen gebracht. Sehr witzig. Ich musste fast nichts machen. Du musst viel Zeit in das Baby investiert haben. Na gut. Halt durch, wir sind fast beim Sender. Sender Ausrichtung. Ziel Einstellung. Okay, Daten eingeben. Jetzt liegt es an dir, Jade. Okay. Daten nicht erkannt. Geschütztes System. Blockierung. 10. Sie blockieren die Steuerung. 9. 8. Null Problemo, Jade. Ich kümmere mich darum. 6. Amigos, Secundo el Magnifico zeigt euch, wer der Beste ist. 2. 1. System blockiert. Super Magnifico! Sieht eher nach Secundo el Superflasche aus! König der Idioten! Papst der Eierköpfe! Silencio, mein kleines Ferkel. Wie nur? Öffne Systemdaten. Hallo, General Secundo. Zu Ihren Diensten. Ich habe Una Amiga, die einen kleinen Bericht übertragen will. Richte uns auf 21.3 aus, por favor, schöne Señorita. Ja, Sir, General. Daten geladen. Übertragung. Loyale Hylianer! Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Doms, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Dolchstoß. Ein Freund... Amigos, señores, señoras y naturalmente señoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen. L-Alpha-Abteilung sind Banditos, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche 50er. Seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung steckt mit den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Hört nicht mehr auf die Lügen, die Alpha-Abteilung euch auftischt. Haut ab! Carson! Jay, komm gerne!
die Kinder sind noch in der Domsbasis. Wir müssen sie holen. Aber erstmal sollten wir besser den Sektor evakuieren. Gute Strategie, Soldat. Leider zu spät. Macht's gut. Selbstzerstörungsprozedur eingeleitet. Alle Mann. Sie wollen uns hier drin einsperren. Schnell zum Schiff! Komm in mein Haus, sagte die Spinne zur Fliege. Traktorstrahl aktiviert. Sie haben uns mit dem Traktorstrahl erfasst. Also, ihr Ungeziefer! In meinem Netz gefangen! Der dreht ja total am Rad. Strahl aktiviert lassen! Sie haben sie ernsthaft beschädigt. Weiter so, Miss Jade. Was hast du gehofft? Du bist dem Untergang geweiht. Was hast du denn gehofft, hä? Jeder, den du geliebt hast, ist bereits tot. Deine Mutter, dein Vater, das Schwein und all diese kleinen Rotznasen. Wir haben ihnen alle Flüssigkeit entzogen, um selbst länger leben zu können. Er sucht dich. Er ist seit Jahrhunderten auf deiner Spur. Deine Tage sind gezählt. Mögen die Engel der Dunkelheit auferstehen! Wir müssen zurück zur Basis. Alle Gefangenen sind noch da. Landebahn in Sicht, direkt vor uns. Achtung, sie schicken die Kavallerie. Guter Gott, sie sind überall.
haben die Unterstützung der Hylianer, Jade. Wir decken sie, versuchen sie in die Basis zu gelangen. Wir müssen die retten, die noch drin sind. Ein Dreifachschalter. Alle in Position. Danke für alles, meine Freunde. Johnny. Also bist du endlich zu mir zurückgekehrt. Du hast deinem Meister gut gedient, Johnny. Du alleine hast die Hylianer zu mir gebracht. Sie sind dir blind gefolgt. Miss Jade? Dort kauert Makar! Ah, eine Falle! Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Jade, nein! Hör nicht auf ihn! Oh! Meiner Macht, das Instrument meiner Stärke. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Shawnee, und ich werde den Mensch in dir töten. Jade! Shawnee! Don't stand up!